So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Diesmal befinden wir uns in der Wüste und wir werden uns diesmal um einen Velonasaurus kümmern. So, wir haben unsere typische Raptorfalle dabei. Die brauchen wir auch. Wir müssen nur darauf achten. Im Gegensatz zum Schneegebiet sollte das hier leichter fallen mit den. Okay. Sollte es leichter fallen mit dem Bauen. Ich und meine große Klappe. Ich sollte am besten gar nichts mehr sagen. Ich muss das Tierchen dann anders hier reinlocken. Gut. Hier reicht es aber, nur zwei hochzugehen. Weil, naja, weil es einfach reicht. So. Dafür können wir hier, wir könnten ein Tor machen. Können wir aber auch lassen. So, das war's auch schon. Wir brauchen jetzt nur noch diese hier, das Tor könnten wir eigentlich weg, hätte ich nehmen können, habe ich es aber nicht. So, jetzt kommt nämlich der spaßige Teil. Ich muss aufpassen. So. Das war's auch schon. Den schneiden wir jetzt hier rein. Und das wird etwas. Das ist der einzige schwierige Part hier. Wir können das auch mit einer Agentavis machen. Ob wir es mit einer Eule machen. Mit der Eule habe ich das nur gemacht, weil es schneller geht. Sagen wir es mal so. Man könnte jetzt natürlich auch noch auf der anderen Seite ein paar. Ja. Okay. Ach komm. Ach, scheiße, passt glaube ich gar nicht. Können es ja trotzdem versuchen. Leben. Müssen auf Leben gehen. Scheiße. Wo ist er? So, komm her. Ja, der schießt mich jetzt an. Das ist nicht so schlimm. Na komm. Er kommt auch hinterher. Er kommt zwar langsam, aber die Tierchen kommen hinterher. So, komm her. Deswegen leben. Ja, leichte Bewusstlosigkeit. Das ist ein großer Nachteil an denen. Boah, die sind so böse, ne? Ist nicht leicht mit den Dingern. Deswegen ist die Eule natürlich auch praktisch. Wir heilen uns einfach mal kurz. So, jetzt komm mit. Hallo. Ach, Mensch, komm her. Ich baue gleich die Falle nochmal hier auf. Okay, ich glaube, jetzt hat er mich.
Komm hinterher. Du schaffst das. So. Dann sollte die Falle wirklich sehr in der Nähe aufbauen. Wir regenerieren uns mal ein bisschen. Ach komm. Och Mensch, du warst so nah. Ach, komm. Merkst du noch, dass ich hier bin? Scheiß drauf. Ach komm. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Außer Reichweite, außer Sichtweite. Sag's ja immer wieder, das ist das Schlimmste. Nein, hau nicht. Hau. Boah. Jetzt komm. So. Kann ich eigentlich. Na, endlich. Ich krieg echt zu viel mit diesen Viecher. Dinge sind eigentlich sehr einfach. Genau. Dinger sind echt krass drauf. Na also. So, er ist endlich drin. Das hat eine Ewigkeit gedauert. Und es ist unglaublich schwer tatsächlich. Es gibt leichtere Methoden, klar. Aber. Ach, meine Ausdauer ist schon wieder im Arsch. Man kann sich auch bowlern, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass man das kann.
Einfacher ist es natürlich mit dem Quetzel, die zu packen und da reinzuschmeißen. Jetzt muss ich nur wieder aufpassen, dass ich hier nicht in den Tod stürze. So, bisschen heilen. Okay. So, jetzt geht der Spaß nämlich los. So. Der will nicht. Schnauze da draußen. Oh Mann. Okay, von hier aus habe ich keine gute Schussbahn. So. Mann, triff doch. Sag mal, willst du mich zum Narren halten? So. Meine Güte. Ich habe die Falle falsch gebaut, das kann ich jetzt schon sagen. Also ich habe sie nicht falsch gebaut, sondern ich habe sie zu weit entfernt gebaut. Normalerweise ist es kein Problem. Ihr habt ja gesehen, die haben einen nicht allzu großen... Ne? Also einen allzu großen... Aggro-Range. Und... Und da liegt das Teilchen auch schon. So. Das war's auch schon. So. Vielleicht auch 10. Oh doch, 10 Stück müssten reichen. So. Wieso habe ich so wenig Fleisch? Scheiße. Ich glaube, ich habe die falsche Agentavis Ja, ich habe die falsche genommen. Aber egal, sollte trotzdem reichen. Mann, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehmen bin. Ja. Das Dichten ist schön. Es geht normalerweise einfacher. Ich hätte die Falle ruhig hier unten aufbauen können. Die Dinger haben eine so geringe Range. Also sie haben eine große Range, wenn sie treffen. Das hat man ja gesehen, aber... Bis sie erstmal aggressiv werden, das dauert. Da kann man, hätte man eigentlich ruhig etwas, die Falle etwas näher bauen können. Das Tierchen dann wäre leichter für mich gewesen, das Tierchen da reinzulocken. Es wäre dann eigentlich easy peasy gegangen. Aber. Aber. Da ist ein 64er. So. Die erstmal. Ihr seht. Guckt euch das an. Wie gering die Range ist. Ah, ist sie. Ja, wo ist es denn? Was brauche ich alles oben? Ich brauche eigentlich alles. So. Man hat es gesehen. Also ich könnte den... Ja, ein bisschen schaden. Das war's. So, aber ihr habt gesehen, die Range ist nicht allzu riesig. So.
Na gut, hier brauche ich auf jeden Fall nicht. Nur das kann jetzt eine Weile dauern. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Und das Tierchen müsste jeden Augenblick fertig sein. Zumindest hoffe ich das. Der hat schon echt gute Werte. Ich meine, sie hat gute Werte, weil er würde ich mich sehr darüber freuen. Ja. Akzeptieren wir mal. Nehmen alles mit. Und was habt ihr jetzt für Werte? Davon 437% bereits. Das ist ein wunderschönes Tier. Hallo. Guck mich mal an. Na, der will mich nicht angucken. Ist etwas schüchtern. Aber sei es drum. Wir sperren ihn wieder ein. Zack. So wie es sich gehört. Also. Das war, denke ich mal, etwas zu lang. Ich hätte, wie gesagt, die Falle weiter wo einem näher ranbauen können. Dann wäre das alles kein Problem gewesen. Aber sei es drum. Jetzt habe ich es nochmal gemacht. Jetzt ist es nochmal passiert. Bam. Bam, 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 bam. So, also man braucht nicht viel für die Falle. Ihr habt es ja jetzt gesehen. Es ist im Prinzip nichts weiter als eine Raptorfalle. Die Raptoren schießen nicht. Das System ist alleine etwas komplizierter. Also ich weiß, obwohl ich weiß, nicht weiß, ich glaube mit Bola würde auch ganz gut gehen. Ich denke, die Dinger sind Bola-bar. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe aber gerade leider keine Bola. Deswegen ich das nicht demonstrieren kann. Aber sei es drum. Ich hoffe, es nicht, hat trotzdem nicht allzu lange gedauert. Zack, jetzt mal wieder hier rein. Hier rein, bla bla, du hast kein Fleisch mehr. Hier kriegst du ein bisschen Fleisch. Hier hast du noch mehr Fleisch. Narkotika habe ich auch noch genug. So, das kommt auf die 4 und das auf die 3. Und schwubbelilopp. Naja, wie auch immer. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.